Du bist quasi hier der Turnierphysio. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war der letztes Jahr zu zweit, aber du kannst mich korrigieren. Ja. Dieses Jahr bist du auf jeden Fall. Ich habe hier keinen zweiten gesehen, das heißt, du bist allein und hast genug zu tun, oder? Ja, also im letzten Jahr hat der Vincent angefangen, ist glaube ich Physio hier aus Bamberg, und ich bin dann die letzten 3 Tage dazugekommen. Und dieses Jahr konnte er leider nicht, aber es ist dann mein Glück, dann konnte ich dann hier mit einspringen und hier tolle Tage genießen. Ja. Wie schaut die Woche aus? Ich meine, fairerweise muss man sagen, es ist viel warten, aber wenn es kommt, dann kommt, oder? Ja, kann mal sein, dass eine Stunde gar nichts ist und dann plötzlich stehen 5 gleichzeitig da. Und dann wird man auf den Platz gerufen, dass da irgendeine medizinische Sache dann dabei ist, wo man dann mal schnell draufschauen muss, eine Verletzung oder ein blutender Finger. Und dann zaust man da schnell hin und dann geht man wieder zurück, wo die Liege ist. Und dann stehen da auch nochmal 2 Leute. Also, und dann ist mal wieder eine halbe Stunde lang gar nichts. Ja. Alle kennen vom Fußball, ja, der Spieler liegt am Boden, kugelt sich, dann wird vom Schiedsrichter, der Mediziner, meistens der Physio, reingewunken. Also sagen wir mal, der Erstgriff kommt meistens vom Physio. Und der sagt dann, oh, das ist noch was für mich oder nicht mehr. Wo ist da die Grenze? Oh, das ist schwierig. Was fantastisch ist, dass die Spieler das eigentlich selber merken. Also wir hatten einen Tag, wo leider 3 aufgeben mussten. Die haben dann aber auch gleich selber gemerkt, nein, da ist eine größere Verletzung auch mit dabei. Dann testest du, machst verschiedene Sachen und kriegst einfach mit, die können nicht mal den Schläger selber halten, dann hat es auch überhaupt keinen Sinn, dann da weiterzuspielen, zum Beispiel. Also da hatte einer was am Handgelenk, andere hatte Schwierigkeiten hier mit der Leiste, mit der Hüfte, das war eine alte Verletzung, die aufgebrochen ist. Also die kennen ihren Körper schon sehr, sehr gut und dann fällt es mir natürlich dann auch leichter, dass ich da nicht der Böse bin, der sagen muss, tut mir leid, aber für dich geht es jetzt nicht weiter. Also die sind da sehr respektvoll ihrem Körper selber gegenüber. Wie ist das Verhältnis zwischen Tapen, du musst Spieler und Spielerinnen tapen, oder tatsächlich muskulär behandeln, weil ich denke mir, es kommen auch wirklich viel einfach so präventiv, um am Handgelenk, am Fußgelenk Tapes zu machen. Genau, also das es sind viele dabei, die ein Tape brauchen am Fuß oder einer hat mit dem Handgelenk ein bisschen Schwierigkeiten, der andere hat mit dem Finger ein bisschen Probleme, aber im Lauf von so einer Turnierwoche ist es so, ja, kommen die muskulären Hours dann eigentlich immer mehr raus. Verspannungen, gestern war ein Spiel mit 4 Stunden, da ist halt vorbei. Also da ist dann wirklich viel Lockern angesetzt und es verlagert sich so ein bisschen, was zu tun ist. Aber wir haben eine junge Dame, die dann auch jeden Tag da war vor ihren Spielen, vor ihrem Einzel, vor ihrem Doppel, die dann einen Fußtape braucht. Und ja, die kommen dann und sagen, ich bin's wieder. Ja. Und du bist auch wieder. Tennis typisch, ich würde jetzt mal sagen, Unterarm, Handgelenk, Rücken, Schulter. Genau, also viel Schulterblatt hinten, die Sehnen im Schultergelenkbereich, Gesäß, ganz viel unterer Rücken. Genau. Sowas. Ist man auch, habe ich auch die beiden Bespanner gefragt, ist man so ein bisschen auch in Anführungsstrichen der Sozialarbeiter? Na, also es hat sich jetzt keiner ausgeweint, wenn er jetzt verloren hat oder sowas, dann nicht. Also man merkt, die haben alle voreinander sehr viel Respekt, freuen sich, wenn sie natürlich gewonnen haben, sind ein bisschen deprimiert, wenn sie mal verloren haben, aber können das auch sehr gut analysieren. Aber es ist jetzt nicht so, dass man da ein Kummerkasten ist, dafür sind die echt schon sehr, sehr viel Profis. Ja. Und da, oder mein Englisch ist einfach zu schlecht, um eine längere Konversation zu führen. Und letzte Frage vielleicht, wie verhältst du dich selber? Wartest du erstmal ab mit Kommunikation, was von der anderen Seite kommt? Oder legst du auch gern mal vor, so zeigst du hier, ihr könnt quatschen, wenn ihr wollt? Genau, also ich probiere es dann so, weil ich muss ja erstmal versuchen festzustellen, was ist das Problem, seit wann hast du das, wo tut es dir denn weh? Und entweder es entwickelt sich dann ein Gespräch oder man merkt dann auch selber, wenn die sagen, na, die sind vom Kopf her noch im Spiel drin oder schon in der Vorbereitung, dann muss man einfach die Klappe halten und leise sein. Und sonst kommt von denen dann auch was. Also was man in Bamberg zum Beispiel Schönes machen kann, mit Eis essen, die wunderschöne Altstadt entlangläuft, ob man da in der Pause was machen kann. Oder man sagt einfach gar nichts und die sind vielleicht einfach auch mal froh, dass keiner da ist, der dir dann voll quatscht. Und wenn man dann bei Spielerinnen und Spielern, die wirklich in der Weltspitze sind oder in der Top-Klasse sind, die leisten sich einen Physiotherapeuten oder eine Physiotherapeutin, das zeigt nochmal ganz klar, also für sich selber, der mitgeht auf Tour, die mitgeht, wie wichtig dieses Thema ist, präventiv und vielleicht eben im ersten Griff. Ist eben so, manche kommen präventiv daher, weil sie wissen, ich hatte da mal eine Verletzung und man spürt jetzt im Laufe der Tage, dass eben da vielleicht wieder so ein bisschen Schwierigkeiten kommen könnten.
Was hier fantastisch ist, dass die Spieler nichts bezahlen müssen dann für die Physiotherapie. Weil es war vorhin eine junge Dame da, die dann auch schon mit Geld gekommen ist und gefragt hat, wie viele Minuten denn man da behandelt. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist echt Gott sei Dank alles kostenlos, das Ganze. Dann leistet man sich das vielleicht eher, so ein Physio, bevor man sagt, oh, ist schon viel, eine Menge Geld, mache ich jetzt mal nicht, weil das dann doch böse in den Geldbeutel gehen könnte. Und so sind die hoffentlich zufrieden jetzt gewesen und sind dann auch immer wieder mal da gewesen. Ja. Also bei mir hat sich keiner über dich beklagt. Na, scheint alles zu passen. Oder sie trauen sich nicht. Sehr gut.